Pinke Delfine von Corinna Rosa Falkenberg. Eingesprochen von der Autorin selbst. Wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass ein Flugzeug gegen den Wind abhebt. Nicht mit ihm. Henry Ford. Erster Teil, Kapitel 1. Es war einmal ein Mädchen von 12 Jahren, das in einer Welt lebte, die für ihre wilden und fantasievollen Träume keinerlei Platz bot. Das wissbegierige Mädchen hatte eine unersättliche Neugierde in sich, die sie auf die Suche nach neuen Abenteuern trieb, welche sie einzig in ihrer Vorstellungskraft fand. Eines Tages stieß das Mädchen auf ein vergilbtes, dickes Buch in der Bibliothek ihrer Mutter. Es hatte mehrere Eselsohren und sah aus, als wäre es seit Jahrzehnten von niemandem mehr angerührt worden. Als sie das Buch aber aufblätterte, entdeckte sie ein Universum voller Geschichten über entschlossene, heldenhafte und unabhängige Abenteurer, auf der Reise um die Welt, beim Aufspüren von neuen Schätzen und im Eintauchen in fremde Welten. In diesem Buch gab es vor allem eine Zeichnung, die sie mehr als alles andere faszinierte. Sie zeigte einen wagemutigen Mann, der auf einem kleinen Schiff über den Ozean segelte. Der Weltenbummler reiste allein, trug kaum Gepäck bei sich und erweckte nicht den Anschein, bei seiner Abreise irgendwem ein Wiedersehen versprochen zu haben. Breitbeinig stand der Seefahrer am Steuerrad, den Horizont fest im Blick. Die Sonne hatte seine Haut gebräunt, seine Augen glänzten, sein langes Haar war vom Wind zerzaust und seine Kleidung vom Salz und der Sonne stark ausgeblichen. Über ihm kreisten ein Dutzend Seevögel, als ob sie ihn auf seiner Reise begleiteten. Die Weite des Meeres, das allumfassende Blau des Wassers und die orange-goldene Farbenpracht des Sonnenuntergangs beeindruckten das Mädchen. Doch noch mehr als das imponierte ihr der Mut und die Souveränität, die der Mann ausstrahlte. Niemand zu Hause ähnelte ihm auch nur ansatzweise. Unter dem Bild stand in einer elegant geschwungenen Schrift: Folge dem Herzen und treffe dein wahres Ich. Das Mädchen benötigte einige Zeit für diesen Satz, nicht weil sie ihn nicht lesen konnte, sondern weil sich ihr der Sinn nicht erschließen wollte. Die Reise zu fremden Orten war doch die Quelle an Inspiration, Lebendigkeit und Wissen. Was sollte denn dann der Aufbruch zum Erkunden der eigenen inneren Welt bedeuten? Diese Vorstellung war für das junge Wesen sinnbefreit. Das Mädchen blätterte weiter im Buch und stieß auf eine unbekannte Welt voller exotischer Tiere und Pflanzen, bunte Paradiesvögel mit weit schwingenden Flügeln, frech grinsende Affen, angriffslustige Tiger und Delfine in Pink. Mehr als je zuvor wollte sie nun all die Schönheit der Erde mit eigenen Augen sehen und erleben. Diese Sehnsucht steigerte sich ins Unermessliche. Das Mädchen stellte sich vor, selbst am Bug eines Schiffes zu stehen, die Segel im Wind flattern zu lassen und dem Rauschen des Ozeans zu lauschen. Sie träumte davon, fremde Kulturen zu entdecken und unberührte Gebiete zu erforschen. Sie wollte durch Wüsten wandern, auf wilden Pferden reiten, hohe Gebirge erklimmen und Wunder erleben. Während sich bei ihren Freundinnen alles um Schule und Schüler drehte, wünschte sie sich Gespräche mit fremden Menschen. Sie wollte deren Geschichten hören und von ihren Erfahrungen lernen. Sie wünschte sich, mindestens 10 fremde Sprachen fließend zu sprechen und malte sich kulinarische Genüsse aus, die die vereinte Kochkunst ihres gesamten Dorfes nie hätte auf den Tisch zaubern können. Als das Mädchen schließlich das Buch zur Seite legte und ihren Blick aus dem Fenster und über den Garten der Eltern gleiten ließ, konnte sie ihre Umgebung mit frischen Augen betrachten. Das Bild des Abenteurers ließ sie nicht mehr los. Es war ihr Merkzettel, dass sie ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten musste, um ihre Träume in Taten umzusetzen. Sie wusste, dass ihr das niemand anderer abnehmen würde und sie ihre eigene Geschichte zu schreiben hatte, losgelöst von dem Leben ihrer Eltern und ihrer Freunde. Kapitel 2. Ich war dieses kleine Mädchen, das ich nach Abenteuerreisen sehnte. Das Buch schob ich damals rasch unter meinen Wollpulli und ging auf mein Zimmer. Voller Eifer kramte ich dort meine Buntstifte aus der untersten Schublade meiner Kommode hervor, zog mehrere Bögen Papier aus dem Regal. Es war lange her, dass ich das letzte Mal gezeichnet hatte, aber meine Abenteuerideen mussten in irgendeiner Form, egal welcher, festgehalten werden. Und so geschah es, dass ich mein künftiges Ich inmitten eines dichten Tropenwaldes malte, weit entfernt von meinem Zuhause.
Ich zeichnete mich mit großem Hut, hohen Stiefeln und in einer tannengrünen Cargo-Shorts. Dazu bekam mein späteres Ich ein großes Fernrohr um den Hals gehängt und ein scharfes Messer an den Hosenbund befestigt. Meine blonden Haare bildete ich akribisch mit einem dicken, geflochtenen Zopf nach. Das Herz hob ich dabei besonders hervor, malte es überdimensioniert und schenkte ihm eine auffallend leuchtend orange-rote Farbe. Genau so und nicht anders wollte ich als Erwachsener aussehen. Stolz betrachtete ich mein Werk. Das Bild war viel mehr als bloß eine beliebige Zeichnung für mich. Es war meine persönliche Eintrittskarte in eine Welt voller Neugierde und Entdeckungen. Es stand dafür, alles zu erreichen, was ich mir vornahm. Diese Vorstellung erfüllte mich mit einer geradezu euphorisch, hoffnungsfrohen Erwartung, die mir schier unendliche Energie verlieh und jede Farbauswahl zur puren Freude machte. Als ich gerade dabei war, die letzten feinen Details meiner Zeichnung sauber auszufertigen, wurde ich von einem ungeduldigen Klopfen an meiner Tür unterbrochen. Ich schaute auf. Ohne auf eine Antwort zu warten, trat meine Mutter ein. Ich hasste das, was sie wusste, und trotzdem machte sie es immer und immer wieder. »Paula, träumst du? Ich habe nach dir gerufen. Das Abendessen ist fertig. Zieh dir was Ordentliches an und komm nach unten.« Ich seufzte, kapitulierte und legte meine Stifte zur Seite. Meine Mutter würde ich nie ändern können. Aber ich konnte gestalten, wer ich in meinem Leben sein wollte. Meine Träume würde ich nie aufgeben, egal wie oft meine Mutter oder der Alltag an mir zehren würden. Versöhnlicher gestimmt stand ich auf, streckte mich einmal in die Länge und ging gedankenverloren zu meinem Kleiderschrank. Während ich das Kleid umständlich überstreifte, kreisten meine Gedanken um Ansätze, wie sich meine Abenteuerlust besser in mein beschauliches Leben integrieren ließe. Vielleicht könnte ich noch mal Bücher wie dieses mit dem Seefahrer finden oder öfters in die Natur rausgehen und bei uns in der Nachbarschaft neue Orte im Wald oder heimlich auf den vielen Bauernhöfen erkunden. Die Gedanken an meine Zeichnung und meine Abenteuerreisen begleiteten mich auch beim Abendessen, während ich mich mit meinen Eltern austauschte und ihnen meine Zeichnung zeigte. Kapitel 3. Als ich die Skizze jedoch meinen Eltern mit kindlichem Stolz zeigte, verstanden sie nicht, warum mir das Bild derart wichtig war. Meine Mutter meinte dazu, »Das Herz sieht man doch nicht. Paula, es versteckt sich.« Während mein Vater das Bild rasch zur Seite legte und mir mahnend in die Augen blickte. Streng ordnete er an, endlich mit dem Kokolores aufzuhören und stattdessen meine Hausaufgaben zu machen. Ich fand es nicht in Ordnung, dass meine Eltern nicht begriffen, was ich mit meinem Werk ausdrücken wollte. Wut kam in mir auf. Verärgert sprang ich vom Stuhl, rannte hoch in mein Zimmer und ließ die Tür krachend hinter mir ins Schloss fallen. Mein Vater hatte meine Zukunftspläne tatsächlich als Kokolores bezeichnet und meine Mutter hatte nichts dazu gesagt. Ich beschloss, meinen Eltern nie wieder eine meiner Zeichnungen zu zeigen, nachdem sie meine Träume und Vorstellungen von meiner Zukunft derart herabgewürdigt hatten. Kapitel 4. Einige Jahre später, als ich bereits zum Studium von zu Hause ausgezogen war, kehrte ich, wie so oft, in das Haus meiner Eltern zurück. Dieses Mal, um für ein Klassentreffen ein paar Erinnerungen aus meiner Jugend zu durchstöbern. Ich wollte dafür auf dem Dachboden nach alten Fotografien suchen. Beim Durchwühlen der alten Kisten und Kartons fand ich schließlich eine staubige Schachtel, die mir noch nie zuvor aufgefallen war. Interessiert öffnete ich sie und fand darin einige Gegenstände aus meiner Kindheit, meinen alten Stoffbären, einen bunten Rechenschieber, Grundschulzeugnisse und einen Brief, den meine Mutter an mich geschrieben, aber nie abgeschickt hatte. Der Umschlag war geöffnet, die Seiten lagen lose in der Schachtel. Ohne weiter nachzudenken, nahm ich die Briefseiten in die Hand. Liebe Paula, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich dann, wenn du bereit bist, ihn zu lesen. Seit jenem Abendessen, an dem wir uns gestritten haben, ist einige Zeit vergangen. Ich weiß aber noch genau, wie du deinen Vater mir damals mit leuchtenden Augen deine Zeichnung von dieser Frau präsentiert hast. Dein Gesichtsausdruck, als Papa sagte, die Zeichnung sei Kokolores, kann ich bis heute nicht vergessen. Wie dein Lachen gefror, deine Mimik versteinerte und deine Augen ihr Funkeln verloren, wie sich alles zu blankem Entsetzen steigerte, als Papa auch noch fragte, ob du die Hausaufgaben gemacht hast. Etwas in dir schien zu zerbrechen. Papa gab sich in diesem Moment genauso wenig wie ich die Mühe, dich verstehen zu wollen, dir überhaupt nur zuzuhören. Dich wutentbrannt die Tür scheppernd ins Schloss werfend zu hören, ärgerte mich nur. Bei deinem »Ich hasse euch« brach es mir jedoch das Herz.
Ich wollte aufspringen, dir hinterherrennen, dich in den Arm nehmen, so wie ich es schon tat, als du noch ein kleines Mädchen warst. Aber Papa sagte, nein, bleib hier, das geht zu weit. Es braucht ein Exempel. Später im Bett habe ich mir große Vorwürfe gemacht, dass ich meinem Impuls nicht gefolgt bin, um nach dir zu sehen und dir den Kummer zu nehmen. Und erst Wochen später habe ich begriffen, dass wir dir dadurch ein Stück Vertrauen in uns genommen haben. Denn du bist nie wieder mit diesem wunderbaren Leuchten auf deinem Gesicht zu uns gekommen, um uns zu zeigen, was du gezeichnet hast. Im Gegenteil, wann immer sich die Gelegenheit bot, hast du still und versteckt auf deinem Zimmer gemalt. Die Anzahl der Zeichnungen wuchs rasend schnell. Deine Zimmerwände wucherten regelrecht zu. Andere Jugendliche in deinem Alter hatten im Laufe der Zeit Poster von Michael Jackson und den Simpson an der Wand. Doch nicht du. Dein Zimmer bestand einzig aus den von dir gemalten Bildern. Deinem Motiv bist du treu geblieben. Immer wieder dieselbe Frau mit dem großen Hut, den Stiefeln, der Hose. Am flackernden Lagerfeuer mit gefährlichen Kopfgeldjägern sitzend. Grinsend, mit einem riesigen Jaguar kämpfend oder vergnügt auf einer Seekuh der Sonne entgegenfliegend. In all deinen Zeichnungen sah ich unendliche Sehnsucht und ein großes Fernweh. Es machte mich ratlos, denn das alles hatte so wenig mit unserem Alltag zu tun, so wenig mit dem Leben auf dem Land, das dein Papa und ich uns so sehr für uns wünschten und für das wir viel taten, wie zum Beispiel lange Arbeitswege in Kauf nehmen. Die frischen Wiesen, der Blick in die Berge, die Ruhe, die Stille, die Sicherheit in unserem Dorf, war das denn gar nichts wert für dich? Erschiener schenktest du deinen Gedanken Orten, die so gar nicht die unsrigen waren. Du warst auch sonst oft weit weg von uns. Immerzu hast du mit deinem Kopf in Tagträumen festgesteckt. Dein Lieblingsplatz bei uns war auf der Hollywood-Schaukel im Garten. Ja, der mit dem Rautenmuster aus den 70ern. Das alte Ding war dir peinlich und dennoch hast du sie geliebt. Wie oft bist du nach der Schule nach Hause gekommen, hast dich dort vom Wind wiegen lassen, den Fröschen im Teich beim Quaken zugesehen. Wo genau du mit deinen Gedanken warst, habe ich nie wirklich erfahren. Du wolltest nicht darüber reden. Dabei haben wir dir doch alles gegeben, was wir konnten. Wir haben dich so geliebt. Weißt du das eigentlich? Deine Mami. Kapitel 5. Verwirrt ließ ich die Briefbögen auf den Boden fallen, lehnte mich gegen die Dachbodenwand und begann nervös an meinem rechten Daumennagel zu knabbern. Von der Existenz dieses Briefes hatte ich keine Ahnung gehabt. Meine Mutter hatte ihn mit keiner Silbe erwähnt. Auch den Vorfall mit der Zeichnung hatte sie mir gegenüber nie angesprochen. Die Erinnerungen an den Abend, an dem meine Eltern meine Zeichnungen abgetan hatten, tauchten plötzlich vor meinem inneren Auge auf. Sie schmerzten. Es war, als ob die Wut und der Verdruss von damals wieder auf mich einschlugen. Kokolores, dieses abwertende Wort, der Blick meines Vaters, der kühle Gesichtsausdruck meiner Mutter. Dann aber las ich den Brief noch einmal in Ruhe durch. Dass meine Mutter das Ereignis wider Erwarten sehr ernst nahm und sie sich für ihr Verhalten ganz offen entschuldigte, wog schwerer, als dass sie nicht den Mut gehabt hatte, mir den Brief zu geben. Ihre Reue in jedem ihrer Sätze verwandelte meine Wut in Verständnis und Mitgefühl, und mir war, als fiele ein großes Gewicht von meinen Schultern, das mir bis dahin gar nicht bewusst gewesen war. Meine Mutter sprach ich auf dem Brief jedoch nicht an, soweit war ich noch nicht. Stattdessen legte ich ihn, dieses Mal ordentlich gefaltet und in den Briefumschlag gepackt, zurück in die Schachtel. Kapitel 6. Als junges Mädchen verbrachte ich immer mehr Nachmittage im Freien, egal bei welchem Wetter. Mit Vorliebe wanderte ich durch den angrenzenden Wald meines Dorfes, erkundete verlassene Ställe und Hütten, versteckte mich und spielte Robinson Crusoes Inselalltag nach. Oder ich sammelte kleine Krabbeltiere in einem Glas und beobachtete stundenlang die verschiedenen Schnecken, Käfer und Spinnen. Ich studierte ihre Bewegungen und wollte begreifen, wie sie ihr Dasein in der Natur meisterten. Manchmal nahm ich sogar heimlich die Lupe meines Vaters dafür mit. In diesem Zustand, ohne Raum und Zeitgefühl, war ich absolut glücklich. Mir fehlte nichts und niemand. Ich war in meinem Element. Kapitel 7. So glücklich ich zahlreiche Momente nur mit mir allein verbrachte, so war ich dennoch keine Einsiedlerin. Bei Familienfeiern und Festen mit Erwachsenen suchte ich den Austausch, referierte über die Schönheit der Wälder vor unserer Haustür und in der Ferne, über die Sterne und die Sonne und das Glück des Reisens. Immer wieder schmückte ich meine Geschichten über die Freude,
dem Unbekannten und dem exotischen Fremden zu begegnen, lebhaft aus. Sprach ich jedoch mit Erwachsenen, ähnelten sich deren Reaktionen auf meine Schwärmereien auf ernüchternde Weise. Zunächst hörten sie mir noch höflich zu, doch nach nur wenigen Minuten wanderte ihr Blick irritiert, ungeduldig und oft auch leer ins Weite. Manch einer sagte auch zu mir, »Du Grünschnabel, du hast doch keine Ahnung, werd erst mal erwachsen.« Meist waren ihre Gesichter blass und angespannt, ihre Schultern hingen nach unten. Eine Freundin meiner Mutter meinte sogar einmal, ich solle doch lieber mit Puppen spielen, mit Ballettunterricht begehen oder zumindest meine Lippen bemalen. Natürlich wusste ich, dass das nichts für mich war. Dann schon lieber auf meinem Skateboard mit den Nachbarjungen das Dorf unsicher machen. Ab diesem Moment hörte ich jedenfalls komplett auf, mich über meine Entdeckerlust mit anderen Menschen auszutauschen, und ich schwor mir, nicht wie die anderen Erwachsenen lebendig begraben in unserem Dorf zu weilen. Das Leben musste doch mehr zu bieten haben. Kapitel 8. Es tat weh, als ich im Teenageralter erkannte, dass selbst außerhalb des Umfelds meiner Eltern nur wenige Menschen meinen Tatendrang teilten. Ich fühlte mich zunehmend unverstanden und ausgeschlossen. In der Folge stimmte ich meine Gesprächsthemen penibel auf meine Gegenüber ab. Ich achtete darauf, weder Fantasie noch Energie meiner Zuhörer überzustrapazieren und perfektionierte meine Themenwahl und Gesprächsführung, um absolut niemand zu überraschen oder gar mit Ablehnung oder der Bezeichnung Kokolores gestraft zu werden. Ich sprach über die neuesten Hollywood-Kinoschlager, das Leben der Nachbarn und etwas Politik. Von letzterem jedoch nicht zu viel, denn mit echten politischen Diskussionen macht man sich auch keine Freunde. Im Gegenteil, ein Austausch hierüber belasten Beziehungen meist. Hielt ich diese ungeschriebenen Regeln des sozialen Umgangs ein, zeigte sich mein Umfeld meist glücklich. Manchmal bedankten sich meine Gesprächspartner sogar für den interessanten Austausch mit mir. Zugleich lernte ich eindrucksvoll, dass meine Gedanken und Träume, egal wie zwingend logisch und inspirierend sie auch für mich selbst waren, auf meine Gegenüber meist belastend und abschreckend wirkten. Ich beschloss daher, nicht nur meine Zeichnungen, sondern auch meine inneren Überlegungen nur noch mit solchen Menschen zu teilen, die ich auch gerne auf Reisen mitgenommen hätte. Davon gab es natürlich nicht viele und nach wurden die Begegnungen mit meinen Mitmenschen so austauschbar, dass ich mich auch in Gesellschaft einsam fühlte. Es schien mir, als ob jeder seine eigene Maske trug und kaum jemand wirklich er selbst war. Kapitel 9. Nicht zuletzt deswegen entschied ich mich für ein Studium der Anthropologie nach dem Abitur. Ich wollte tiefer in die Lebensweise und Traditionen verschiedener Kulturen eintauchen und nach Alternativen suchen, die besser oder auch nur anders funktionierten als bei uns zu Hause im Dorf. Ich hatte Lust zu fragen, forschen und zu vergleichen und ich wünschte mir endlich zu verstehen, was die Welt im Innersten tatsächlich zusammenhält. Heute weiß ich, dass es noch einen weiteren Grund für meine Studienwahl gab. Es war der Wunsch, meine eigene Persönlichkeit, meine Identität zu erforschen und zu verstehen, wer ich bin und wer ich sein möchte. Kapitel 10. Bist du auch bereit, ins Unbekannte einzutauchen? Mein Kommilitone Nick stellte mir diese Frage, als wir an einem sonnigen Dienstagmorgen gemeinsam auf dem Weg zur Universitätsbibliothek waren. Nick und ich hatten uns zu Beginn des zweiten Studiensemesters kennengelernt. Er hatte sich neben mich gesetzt und begonnen, mir ungefragt von seiner Reise während der Semesterferien durch Vietnam und Thailand zu erzählen. Seine Haut trug noch immer eine sonnengeküsste Bräune und an seinem rechten Armgelenk trug er bunte Bänder. Seine Reiseerzählungen fesselten mich ab der ersten Minute. Ich spürte unmittelbare Verbundenheit und wusste, dass er jemand war, dem ich mich früher oder später anvertrauen würde. »Was genau meinst du mit der Frage?« fragte ich Nick interessiert. »Nun, wir sind hier, um die Menschen zu verstehen, oder? Aber wie könnten wir das tun, ohne sie in der ganzen Welt, in all ihrer Vielfalt und mit all ihren Kanten und Ecken wirklich zu erleben? Bücher allein helfen nicht weiter. Wir müssen uns vom Sofa und dem Komfort wegbewegen, uns Herausforderungen stellen und selbst ausprobieren, wie wir in einer ungewohnten Situation mit dem Leben zurechtkommen. Studieren allein genügt bei weitem nicht.« Nick sprach immer schneller, seine Augen leuchteten mit Enthusiasmus. Ich spürte, wie durch den Austausch mit ihm meine Lust auf unbekannte Erfahrungen genährt wurde. Die Sehnsucht, die Welt auf meine eigene Art und Weise zu erkunden, die über die gesamten Jahre hindurch mein ständiger Kompagnon gewesen war, drängte sich schlagartig wieder in jede Vene meines Körpers.
Bereits nach dem Abitur hatte ich den Plan gehabt, in die weite Welt aufzubrechen. Aber meine Eltern waren dagegen, dass ich meine Flügel ausbreitete. Sie glaubten, dass man nur mit einer richtigen Arbeit Geld verdienen könne. Was sie unter richtig verstanden, haben sie mir nie erklärt. Nur der erste Schritt war klar. Sie bestanden darauf, dass ich studierte. Kapitel 11. Die Zeit des Studiums verging wie im Flug und ich konnte es kaum glauben, als ich plötzlich im letzten Semester angelangt war. Wann immer ich nicht in Vorlesungen und Seminaren saß oder über Hausarbeiten brütete, verbrachte ich meine Zeit mit meinem Freund Nick. Wir reisten viel, aber nicht weit. Unser Budget war begrenzt. Einmal unternahmen wir einen Roadtrip durch Schottland und Irland, eine Reise voller unvergesslicher Landschaften, wilder Küstenstreifen und gemütlicher Besuche in Pubs. Ein anderes Mal führte uns eine Fahrradtour entlang der Loire, durch malerische Dörfer und vorbei an majestätischen Schlössern. Wenn ich heute auf meine Studienzeit zurückblicke, erinnere ich mich vor allem an die Unbeschwertheit der vielen kleinen Reisen und Ausflüge und an die Freundschaft zu Nick, die mir zeigte, dass es tatsächlich jemanden gab, der meine Vorstellungen vom Leben teilte, den ich hinter meine Kulisse blicken ließ. In seiner Gegenwart fühlte ich mich frei, meine sonst verborgenen Seiten zu zeigen. Ich war ich. Wir teilten eine grenzenlose Begeisterung für alles Fremde bei ähnlich konsequenter Ablehnung jeglicher Komfortzone. Kapitel 12. Als Nick sich in Loretta, seine neue WG-Mitbewohnerin, verliebte, brach nicht nur mein Herz. Ich hatte nie damit gerechnet, dass der unschuldige, aber quicklebendige Zustand mit Nick je enden würde. Es gab keinen Plan B. Wohl auch, um meine eigene Verletzbarkeit zu verbergen, begann ich umgehend eine Affäre mit Oskar, einem Jurastudenten derselben Universität, der genauso häufig im Campus-Café war wie ich. Oskar war für seine spontane und humorvolle Art bekannt, mit der er auch mich oft zum Lachen brachte. Als ich über einen seiner dünnen Witze, was sagt ein Polizist mit sächsischem Dialekt, ägyptisch oder ich schieße, wie ein Teenager kicherte, fühlte ich, dass ich mich in ihn verliebt hatte und mit ihm zusammen sein wollte. Er war mehr als nur eine Ohrfeige für Nick. In den darauffolgenden Monaten wurde aus unserer Affäre eine ernste Partnerschaft. Kapitel 13. Kurz vor Ende des Studiums besuchte ich einen Vortrag von Martina Rodriguez, einer der renommiertesten Ethnologie-Experten für den Amazonas. Auf der Konferenz sagte sie: Ich arbeite mit den lokalen Gemeinden am Amazonas zusammen. Wir versuchen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern und gleichzeitig die Natur und Kultur zu schützen. Ich war fasziniert von der Idee, an einem Projekt mitzuarbeiten, das wirklich etwas bewegen konnte und mich zudem derart weit in die Welt tragen würde. Wir führen gemeinsam Forschungen durch, um das Wissen der Gemeinden zu dokumentieren und zu nutzen. Wir unterstützen die Bewohner bei der Entwicklung von nachhaltigen Landwirtschafts- und Fischereipraktiken, führte Martina Rodriguez weiter aus. Aber natürlich sehen wir uns auch einigen Herausforderungen ausgesetzt. Ungeduldig hob ich meine Hand. Um was genau handelt es sich? Die größte Aufgabe ist es, die Kommunen davon zu überzeugen, dass sie selbst die Verantwortung für ihren Lebensraum und ihre Zukunft tragen müssen. Sie haben oft eine lange Geschichte des Machtmissbrauchs durch Außenstehende erlebt und trauen gerade den internationalen Institutionen nicht mehr. Wenn es uns aber gelingt, Vertrauen aufzubauen und eine gemeinsame Vision für die Zukunft zu entwickeln, bin ich sicher, dass wir viel erreichen können, lautete ihre Antwort. Was kann ich dazu beitragen? Fragte ich. Mein Herz pochte. Wir suchen immer nach engagierten Menschen, die uns unterstützen wollen, beispielsweise bei der Durchführung von Workshops oder den zahlreichen Forschungsprojekten für die Gemeinden vor Ort. Kommen Sie gerne direkt auf mich zu, bot die Ethnologin lächelnd an. Meine Begeisterung schien meine Wangen für alle sichtbar gerötet zu haben. Noch am gleichen Tag bewarb ich mich für eines der ausgeschriebenen Projekte in einer abgelegenen Stadt im Amazonas, von der ich selbst noch nie gehört hatte. Dabei signalisierte ich meine Bereitschaft, die Tätigkeit umgehend nach Ablegen meiner Universitätsprüfungen aufnehmen zu können. Obwohl die Arbeit weder prestigeträchtig noch besonders gut bezahlt war, fühlte ich mich hochmotiviert. Das war meine Chance, meine Flügel endlich zum Fliegen zu gebrauchen. Der akademische Grad markierte für mich nicht nur das Ende meines Studiums, sondern vielmehr der Startschuss für mein selbstbestimmtes Leben, so wie ich es mir immer vorgestellt und nachdem ich mich derart lange gesehnt hatte. Kapitel 14. Erst als die Zusage für das Forschungsprojekt eintraf,
wurde mir bewusst, was genau das Vorhaben wirklich bedeutete. Ich würde weggehen. Meinem Freund Oskar hatte ich bislang nichts davon erzählt. Ich drückte mich um die Aussprache, bis es zu spät für eine Absage war. Wir beide hatten in den letzten Monaten immer mehr Zeit miteinander verbracht und ich fühlte, wie wichtig ich ihm geworden und wie ungern er alleine war. Da die Abschlussprüfungen in 4 Wochen bevorstanden und sich meine geplante Abreise nach Südamerika direkt daran anschloss, musste ich das Gespräch jetzt dringend mit ihm suchen. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als unser Mittagessen in der Unikantine dazu zu nutzen, um das Amazonas-Projekt so beiläufig wie möglich anzusprechen. Dabei betonte ich mehrmals, dass alles nur für 3 Monate, also temporär sein würde. Die Option auf Verlängerung der Tätigkeit erwähnte ich nicht. Die Begeisterung in meiner Stimme konnte ich jedoch nicht verbergen, während ich von der ethnografischen Untersuchung berichtete, für die ich in einer bestimmten Gemeinde leben und mit den Bewohnern zusammenarbeiten sollte, um ihre Medizinpraktiken zu dokumentieren. Außerdem sollte ich Heilpflanzen identifizieren und die Praktiken von Schamanen und Heilern dokumentieren. Die Ergebnisse dieser Studie sollten dabei helfen, die Rolle von traditionellen Heilmethoden im Kontext der modernen Medizin zu untersuchen. Voll emsigen Tatendrang strahlte ich Oskar bei meinen Ausführungen an. Dieser hörte mir aufmerksam zu, während er laut schmatzend in seinen Burger biss. »Das klingt nach einer tollen Erfahrung, Paula.« Seine positive Reaktion überraschte mich, doch dann fuhr er unmittelbar mit nachdenklicher Stimme fort. »Aber bist du sicher, dass du das alles alleine packst? Du warst doch noch nie außerhalb Europas. Du willst allein in einem abgelegenen Dorf mit Ureinwohnern zusammenleben? Das ist nicht nur gefährlich, sondern zeitgleich völlig verrückt.« Er hatte recht. Dieser Gedanke lag irgendwo begraben unter meiner Aufregung und Euphorie. Jedoch wollte ich mich nicht von meinem Ziel abbringen lassen und sagte deshalb, ich bin nicht ganz allein. Ich werde mit einem Team von Wissenschaftlern eng zusammenarbeiten. Außerdem werde ich im Vorfeld sorgfältig geschult. Sicher, das Vorhaben ist gerade für einen Neuling wie mich riskant, aber Oskar, ganz ehrlich, ich glaube, dass es sich für das lohnt, was ich dort erreichen kann. Noch während ich sprach, spürte ich die Tragweite meiner Entscheidung. Es ging nicht allein um mein spannendes Abenteuer, sondern um einen kompletten neuen Abschnitt in meinem Leben. Es ging um die Umsetzung meines Traums, den ich seit dem Tag hatte, an dem ich in der Bibliothek meiner Mutter das Buch mit dem Seefahrerbild gefunden hatte. Es ging um eine Entscheidung, ganz allein für mich, ohne irgendwelche Kompromisse. Kapitel 15. Als ich mit Oskar zusammenkam, glaubte ich, dass wir viele Gemeinsamkeiten hatten, wie etwa unsere Liebe zur Natur, zum Wandern und zum Theater. Doch je mehr Zeit wir miteinander verbrachten, desto offensichtlicher trat zutage, dass er eine meiner wesentlichsten Leidenschaften absolut nicht teilte: meinen Drang zu neuen, weit entfernteren Ufern. Oskar hatte nicht geglaubt, dass ich wirklich abreisen würde. Erst als ich mein Flugticket in Händen hielt, schien er die Ernsthaftigkeit meines Entschlusses tatsächlich zu begreifen. Als das passierte, drehte er, in meinen Augen, durch. Statt mich zu unterstützen, fand er unzählige Argumente, die gegen meine Forschungsreise sprechen würden. Er behauptete, es sei der falsche Zeitpunkt. Die Regenzeit dort würde beginnen, wir hätten Einladungen bei Freunden und ich solle doch schließlich an meine Eltern denken. Ein Teil von mir zweifelte kurz an meinem Vorhaben und verliebte sich sogar neu in den Oskar, der so vehement um mich kämpfte. Aber ein anderer Anteil in mir fühlte sich erst recht in meinem Beschluss bestätigt. Es war Zeit für einen Aufbruch. Schließlich sagte Oskar, »Paula, wenn du mich wirklich liebst, würdest du bei mir zu Hause bleiben.« »Was meinst du damit?« fragte ich ihn verdutzt. Seine Antwort, »Naja, ich meine, du wirst für so lange Zeit weggehen. Wenn du mich aber wirklich lieben würdest, würdest du die Zeit mit mir verbringen wollen.« »Das ist doch absurd, Oskar. Liebe bedeutet nicht, dass ich mich von allem anderen, was mir im Leben wichtig ist, abschneiden muss. Im Gegenteil, Liebe bedeutet, dass wir uns gegenseitig in dem unterstützen, was dem anderen wichtig ist, und uns freuen, wenn der andere glücklich ist. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich liebe, aber das heißt wirklich nicht, dass ich meine Träume für dich aufgeben muss.« Ich fühlte mich plötzlich gefangen, gefangen von Oskar in unserer Partnerschaft, die ich einst sehr geschätzt hatte. Oskar klammerte sich an mich, während er in uns einen ruhigen Hafen sah, der ihm Stabilität und Sicherheit gab, sah ich die Liebe wie ein Schmetterling.
wird er in die Hand genommen, vom Wegfliegen gehindert und fest in der Faust umschlossen, zerbrechen seine filigranen Flügel. Im Laufe unserer Diskussionen zeigten sich Oskars Ängste, ich könnte ihn verlassen, mich grundlegend verändern oder mich gar in jemand anderen verlieben. Oskars Sorgen, einschließlich seiner Eifersucht, hatten letztlich dazu geführt, dass ich mich bis zu meinem Abflug immer mehr von ihm distanzierte. Erst als ich ein paar Tage später im Flugzeug saß, erwischte ich mich bei dem Gedanken, dass Oskar mit all dem Gesagten am Ende richtig liegen könnte. All seine Bedenken hatten aber nichts mit dem Amazonas zu tun. Schließlich hätte ich auch zu Hause, in meiner Heimat, jeden Tag jemand Neuen kennenlernen und mich von ihm trennen können. Letztlich weiß man nie, was das Leben einem im nächsten Moment schenkt. Alles unterliegt dem Prozess der Veränderung. Dennoch war die Welt am Amazonas in meiner Vorstellung das Gegenteil von Oskars Welt. Das unverfälschte Naturvolk auf der einen, Oskars feine Geselligkeit auf der anderen Seite. Kapitel 16. Oskar konnte nicht verstehen, wie sehr ich Neues kennenlernen wollte, gerade jetzt, nach Abschluss meines Studiums. All unsere gemeinsamen Aktivitäten der letzten Zeit hatten verschleiert, dass wir uns über eine der grundlegendsten Fragen, die der Nähe und Distanz, nie ausgetauscht hatten. Der Gedanke, dass man im Leben letztendlich immer alleine bleibt, drängte sich mir geradezu auf. Er machte mich nachdenklich und auch traurig. Da war es wieder, das bekannte Gefühl meiner Jugend. Kapitel 17. Als ich an jenem Abend nach dem Gespräch mit Oskar nach Hause kam, stand ein kleiner Postkarton vor meiner Wohnungstür. Ich erkannte darauf die Schrift meiner Mutter, für Paula. Meine Mutter hatte ein rotes Herz neben den Adresskleber gemalt. Was konnte, was sollte das sein? Von meiner bevorstehenden Reise in den Amazonas hatte ich weder ihr noch meinem Vater bislang etwas erzählt. Eilig öffnete ich noch im Hausflur den Karton. Vor mir sah ich das entschlossene Gesicht der Abenteurerin mit ihrem Hut, den Stiefeln der Cargo-Shorts und dem großen Herzen. Das waren sie, die Zeichnungen meiner Teenagerzeit, aufbewahrt und liebevoll zusammengebunden. Damit hatte ich nicht gerechnet. Daneben die handschriftliche Notiz meiner Mutter. Ich dachte, du könntest das jetzt gebrauchen. Beigefügt war der Brief aus der Schachtel, die ich einst auf dem Dachboden fand. Ich sank auf die Knie, senkte meinen Kopf, meine Schultern zuckten, Tränen stiegen mir auf. Zunächst wollte ich sie noch unterdrücken, aber es gelang mir nicht. Sie suchten ihren Weg ins Freie, liefen mir über die Wangen, wurden mehr und mehr.